Wir bauen jetzt das hier auf Maximum aus. Oh, gucken mal, dass wir die Metzgerei noch fertig ausbauen. Und sobald wir dann Milch kriegen, gibt es noch zwei Käsereien. Oder wenigstens eine Käserei. Für unsere Milchkäseproduktion. Also Milch zu Käse zu machen. Aber man merkt, es wird auch ein bisschen Fisch mittlerweile gegessen. Aber auch Brot und Wurst wird gut verputzt. Kleidung, alles, alles da. Alles Paletti. So, wir können jetzt eine kleine Armee ausbilden. Sehr gut. Eure Bogenschützen sind bereit. Bitte schickt eure Bogenschützen zu unserer Kaserne, damit sie unsere Truppen dort ausbilden können. Jawohl! Dazu müssen wir jetzt leider erstmal die Randalfinger Soldaten loswerden. Jawohl! Auf euren Befehl! Wir sollten vielleicht noch einen Trupp Schwertkämpfer erst anheuern. Jawohl! Oh, jetzt ist das Eisen langsam doch knapp. Ich hoffe, es kommt bald mal Neues. Ja, ich hätte wirklich viel früher mit der Eisenproduktion anfangen sollen, ne? Jetzt Pavillon aufstellen. Oh, die Stadt ist super schöner. Und auch eine Säule. Und hier am Eingang der Siedlerstatus. So, Schwertkämpfer. Jawohl! Also ja, es gibt einen Vorteil, die Kaserne auszubauen. Es können mehr Waffen da drin noch gelagert werden zusätzlich. So, ein Trupp. Verstanden. Brauchen wir, der Elias beschützt. Ei. Beschützt dies. Jo. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. So, mit der kleinen Armee. Mit dem Knopf können wir übrigens sagen, dass die Eskorte von Elias abziehen soll. Also ja. Steuern, komm rein. Sollt auch. Wir könnten jetzt sogar die Steuern auf Null senken. Kriegen wir gar kein Gold mehr. Werden sie aber auch hochstellen. Dann kriegen wir... Ach nee, das ist der Sold. Ja, stimmt, das ist der Sold. Stellen wir ihn auf Maximum. Mehr Ansehen für die Stadt. Im Augenblick nehmen wir ja mehr als genug Geld ein. Und geben mal ein rauschendes Fest. Wir sorgen für sehr viel Nahrung, Kleidung und auch Reinigungsmittel. Ei. Eure Bogenschützen sind angekommen. Sie werden sofort damit beginnen, unsere Männer auszubilden. Danach stehen sie euch wieder zur Verfügung.
Wir benötigen dringend Schwerter, um uns verteidigen zu können. Wenn ihr uns die Schwerter liefert, werden wir euch Eisen zu einem guten Preis verkaufen. Ja, gerade mal gucken, liefert uns einer auch Eisen? Unsere Truppen haben ihr Training abgeschlossen und können nun angeheuert werden. Auf euren Befehl! Ja, wir haben schon ein bisschen Verluste einstecken müssen. Sofort! Jetzt könnten wir theoretisch hier gegen Gold Bogenschützen anheuern. Oh, warum nicht? Wie ihr wünscht. So, das mit dem Thema Schwerter könnte eine Weile dauern. Außer wir... sagen, die sollen vorstrecken. Ja, jetzt haben wir Söldnerbogenschützen. So, Robin Hood-Verschnitte, die halt nicht so stark sind wie unsere eigenen. Und auch keinen Sold kosten. Und ich glaube sogar nicht mal ins Soldatenlimit reinzählen. Jawohl! Oder vielleicht gerade so ins Soldatenlimit mit reinzählen. Da kommt Milch, da kommt Holz. Wie sieht's mit Eisen aus? Ah, da ist er gerade auf dem Rückweg. Also ja, sollten wir uns vielleicht überlegen. Verstanden. Nein, nein. Jawohl. Ich tue so, nicht Elias. Ich tue so ein Elias, sondern dahin. Auf euren Befehl. Jawohl. Sollen dahin, dass wir hier die zweite Eisenmine erschließen können. Und mehr Eisen uns holen können. Wir werden angegriffen. Wölfe. Sogar mal unseren Außenposten ausbauen, um ihn etwas sicherer zu machen. Und können anfangen, Straßen zu ziehen. Hört mir gerade so auf. Und ein bisschen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen raustappen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und es ist wieder Winter. Wie sehen unsere Weizenvorräte? Die sehen in Ordnung aus. So, Eis. Wo kommen?
Straße hier. Jedenfalls bis zu unserem Außenposten. Können wir eine ordentliche Straße machen. Für den Rest reicht Fahrt. Den können wir auch ausbauen. Alles klar. So, jetzt heißt es hier noch den Pfad zur Straße machen. So, bis zur Fischerhütte auf jeden Fall. So, da gehen auch unsere Steinvorräte dann dahin. Aber wir haben feste Straßen, auf der sich die Siedler schneller bewegen. Was im Endeffekt eine gute Investition ist. So, wir können die Schwerter verschicken. Ich kann jetzt mal Holz verkaufen, außer an Janusberg. Ein Karren wurde ausgesandt. So, und dann kann ich hier mal die Truppen nachfüllen. So, wie viele Soldaten habe ich jetzt? 36. Schon unterwegs. Das sind 18. Jawohl. Das sind 12, sind 30. Und ja, die zählen auch ins Soldatenlimit, aber die verlangen keinen Sold. Doch, die verlangen auch Sold. Gut. Auf euren Befehl. Wobei, geht mal hier oben hin. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass hier eigentlich alles niedergebrannt ist. Ja, jetzt haben wir auch mehr als Frauen fürs Erste. Wir können noch eine Messe ausrichten. Könnt ihr die Eisenhütte verbessern? Ja, Tierkörper werden wir keine zusätzlich brauchen. Wie viel Stein hat unser Steinmetz eigentlich noch? Na, nicht mehr viel. Ja, und das Weizen geht auch langsam zur Neige. Dafür haben wir Milch. Das heißt, wir sollten jetzt langsamer anfangen. Eine Käserei zu errichten. Mal gucken, ob sich das ausgeht. Und ja, da sehen wir 90. Gold haben wir durch den Verkauf des Holzes gekriegt. Und einen Bonus von 18 durch Elias. Also 20%. So, da kommen die Schwerter. Da ist die Käserei fertig. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Mhm.